Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt unsere lustige Quest noch beim Händler abgegeben. Wir sind jetzt beim Überlegen, wo wir hinziehen. Boah, das blendet ganz schön die Sonne. Ich brauche eine Sonnenbrille. Ich habe ja zuerst überlegt, ob wir hier hinten hingehen. Aber ich finde eigentlich dieses Gelände hier vorne viel schöner. Weil ich kann dann so parallel von der Straße bleiben und gehe dann sozusagen hier hin. Weil da drüben ist ja auch noch Haus oder ein Auto und ich habe noch keinen Ranch und pipapo. Ne, dann bleiben wir hier. Wir bleiben hier. So, das heißt jetzt für mich, wir gehen jetzt hin und wir bauen einen Gebietsschutzblock. Und wir machen unsere Kiste auf vom letzten Mal. So. Das heißt, wir tun unsere Schrotpatronen da oben rein und meine Waffe kommt da unten rein. Es wird immer ein bisschen mehr da unten. Ich bin eigentlich auch ein Freund davon, dass man eine Stelle freilässt. So, und dieser Gebietsschutzblock, das ist jetzt das Schöne. Wenn man den jetzt hier in die Hand nimmt, wenn der jetzt grün wird, dann bin ich auch weit genug sozusagen von dem Händler weg. Schauen wir mal, wie weit. Na, da bin ich jetzt fast schon an der Straße. Das ist eigentlich zu viel. Ne, dann gehen wir doch noch ein Stück nach hinten. Das ist jetzt, der steht jetzt dann auch nicht erstmal Final dort, sondern das ist jetzt dann sozusagen für mich nur erst einmal ein ungefähres Bild. Jetzt kann ich hier, wenn ich E drücke, mir den Umkreis anzeigen lassen, dass ich weiß, okay, in dem Bereich wird es dann, das kann ich mein ganzes Zeug dann aufheben. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Hallo, willst du dich etwa... mich auch. So, was unser größtes Problem am Anfang sein wird, ist auf jeden Fall Essen und Trinken. Ich muss auf jeden Fall am nächsten Tag meine Quests abschließen. Bogenschießen für Ranger, Sprengpfeile, nicht gerade ein Raketenwerfer, aber fürs erste okay, fertige Sprengpfeile und Sprengbolzen. Das lesen wir auch gleich. Und dann essen wir noch ein bisschen Katzenfutter. Jawohl. Miau. Weil wir müssen schauen, dass wir unsere Leiste voll kriegen. Und das wird jetzt auch heißen, wir werden dann am nächsten Tag natürlich versuchen, so viel wie möglich Aufgaben noch zu erledigen. Und wenn es halt sein sollte, werden wir auch anfangen, sozusagen solo ins Haus zu gehen. Auch wenn es dann ja keinen Sinn macht, weil ich brauche auf jeden Fall 600 Kröten, also davon, also so viel Baumwolle werde ich jetzt gar nicht flicken können und zweitens wird er gleich zumachen. So, was wir auf jeden Fall gleich noch machen und es gibt durch diesen schönen Mod hier gibt's eine Holzaufbewahrungskiste mit 120 Fächern. Die fertige ich mir mal. Also irgendwann werde ich bestimmt wieder gut mit dem Bogen schießen. Ich war schon mal. Ja. Jetzt habe ich ihn getroffen. Ja, ich kann immer noch nicht so ganz einschätzen die Entfernung. Jetzt ist er nämlich schon wieder viel zu nah. Dann ihn einfach so. Hallo, ich bin hier. Klopf, klopf. Sollen wir klopfen? Danke. So, du kannst da schon mal verrotten. Ich habe keine Lust, das jetzt zu machen. So, und dann stelle ich dich jetzt einfach mal da oben drauf. Und dann hätte ich gesagt, wir räumen alles weg. So, den Kühler, der kommt weg. Der Schießpulver kommt auch weg. Genau, das da kommt noch dahin. Die Federn müssen hier noch rein. Das muss ich auch noch umparken. So, und da oben kommen eigentlich jetzt dann noch hinter Dietrich und die Reparaturkiste. Das sind jetzt die zwei, die wo noch fehlen. So, genau. Ich werde es immer jetzt so machen. Tagsüber schauen, Aufgaben erledigen. So viele wie es geht. 2, 3 Stück. Und nachts anfangen an der Base zu bauen. Und auch noch aufpassen. Dass, weil die sind nachts dann doch schon ein bisschen gefährlich, auch wenn sie nur joggen können. Hallo. So, jetzt bist du auf jeden Fall auf vollem Niveau. Und ich habe schon gemerkt, also die böswilligen Viecher, die sind alle nachts unterwegs, also die mit den leuchtenden Augen, Feral. Wild, glaube ich, heißt im Deutschen. Die Wilden sind. Ja, die Wilden sind unterwegs. Mhm. So, also. Das heißt, wir schauen jetzt uns erstmal jetzt den Rand an. Ich möchte eigentlich nicht. Erwischt. Hallo. Ja, genau. Das meine ich. Nachts sind die Wilden unterwegs. Dafür braucht man Pfeil und Bogen. Dass man die so weit runterschießen kann, wie es nur geht. Weil die halt ein bisschen mehr aus dem umkippen. Jetzt ist es umgekippt. Danke. Tschüss. Ah, aber ich habe mein Reparaturkit. Das heißt, es fehlt nur noch eine Sache und ich habe was zum Essen bekommen. Danke, Schatzi. Dafür ist das Loot ein bisschen besser. So, muss jetzt überlegen, wie ich es jetzt ausrichte. Also ich hätte jetzt gesagt, ich baue mir auf jeden Fall Bowler, toll. Aber der hat vielleicht was zum Essen. Was zum Essen? Der nette Typ. Alter. Also Spawnen von Zombies. Seht ihr immer nachts? Und auch von Wildtieren, also das heißt, also am besten, wenn man jagen will, dann sollte man. Hallo. Du hast da was am Kopf. Jetzt nicht mehr. Ja, sag ich doch, der hat was zum Essen. Sind die nett. Die haben schön XP. Aber ich merke gerade, wenn ich die ganze Zeit nur mit den Zombies rumspiele, baue ich natürlich gar nichts. Was lief? Komm auch weg. So. Da hinten wäre jetzt nochmal einer, aber den lasse ich jetzt einfach mal in Frieden. Also ich werde ziemlich nah an der Straße dann auf jeden Fall meinen Eingang bauen. Und da muss ich auch dann anfangen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, auch das erste Holz zu fällen. Früher war es immer so, dass ich zuerst in die Keule gegangen bin und in die Stärke. Mittlerweile habe ich gelernt, dass ich dann doch mal, wenn ich die nächsten Level mache, doch mal erst noch in Rohstoffe reingehen sollte. Also ich kriege mehr und ich baue schneller ab, weil sonst kriegt man die ganzen Massen, die man teilweise braucht, gar nicht erst zusammen. So ein Grundgedanken, was ich gerne haben möchte. Ah, also das heißt, ich weiß ganz genau, also es wird auf jeden Fall eine Art Blutmond-Basis, die halt immer wieder noch verbessert wird. Und es kommt auf jeden Fall, und dann dahinter über einen Steg oder so, kommt dann die Hauptbase, wo dann meine ganzen Öfen drin stehen und so weiter und so fort, und die geht dann auch bis ganz nach unten. Ja, da kann ich dann auch mit mehreren Öfen arbeiten. Oh, und wie gesagt, ich muss jetzt auch dann schön hier Förster spielen. Und was ich auch ziemlich schnell machen muss, ist, dafür ist dann mal die zweite Straßenseite dann super. Wir müssen die zweite Straßenseite dann nutzen, um einen Wald anzupflanzen. Und das so schnell wie möglich, weil wir werden Holz brauchen wie die Großen. Weil mich in klein dimensioniert gibt es nicht. Und vor allem, ich muss ja auch jetzt dann gleich mit dran denken, ich muss mir auch ein schönes Gerüst bauen, dass ich mir nicht die ganze Zeit die Füße breche, weil das habe ich ein paar Mal probiert. Das schaffe ich. Bin ich gut. Weil ich dann einen Millimeter über den Rand dreht. Dann fällt er runter. Und ich baue ja nicht nur... Also es ist jetzt nicht mehr so, wie ich es mal gemacht habe, dass ich dann in die Tiefe baue, sondern jetzt baue ich dann in die Höhe. So, meine roten Blümchen. Und wie gesagt, dann habe ich auch gleich ein bisschen Holz. Aber ich brauche halt jetzt so... Oh, mein Liebling. Solange du nicht aggressiv bist, bist du mir überrascht. Also genau das, was er ist. Und ich bin den Menschen da. Oh, ich habe gerade, glaube ich, Gänsehaut. Und 3 cm. Habe ich gebraucht. Danke. Schrei mich nicht an. Ich habe immer gemeint, es gibt die Schreie, aber wie es aussieht, gibt es auch noch andere, die brüllen. Oh, war es nicht. War der da hinten? War es immer noch nicht? Weiß er, wo ich bin. Mir war auch Wurst. Weil ich weiß, wo du nicht bist. Im Leben. Oh! Heute ist ein Wetter. Hast du eine Soße? Ich werde nicht verhungern. Ja. Dann werde ich verdursten. Ich kenn mich. Ich schaffe immer eins von beiden. Da darf ich jetzt weiter meine Bäume fällen. So, wir haben 1:10 Uhr. Ich habe, ja, doch ein bisschen Bäume weggenagelt. Geaxt, genagelt. Wie gesagt, für mich ist es jetzt erstmal nur, damit ich ungefähr weiß, wo ich hinbauen will. Deswegen steht auch dieser Block dort. Einzigste, was ich schon... Ja, aber ihr merkt, ne? Ich werde besser auch mit dem Bogen. Ich glaube, ich habe den schon umgelegt. Ich glaube, das war ein Headshot, oder? $7. Billiger Geschäftsmann. So. Dann hätte ich jetzt gesagt, für mich, wir fangen jetzt mal an. Ah, nächste. Na mal. Irgendwo ein Nest oder so? Ich spiele hier von 7 Days. Live. Ach ja. Jam, jam. Heute geht's lange zum Abendessen. Hier zu legen. Sehr schön. So, okay. Also. Ich will auf jeden Fall einigermaßen in der Nähe von der Straße sein. Hätten wir gesagt, ich werde so... Können wir schon mal anfangen, die Baublöcke zu bauen. Bauen wir mal gleich 50 Stück. So, wir haben das nächste Fach unten voll. Und dann werden wir gleich mal ein paar Quests, also ein paar Aufgaben abgeben. Richtig fertig geworden. Ah, noch ein 1200er Baum. Soweit ich das jetzt noch richtig weiß, war auf jeden Fall in der Alpha, die wo ich gespielt habe, 19, die aufgemacht. So, dass alle Bäume, die sozusagen in der Welt generiert werden, nicht wachsen. Nur die, wo man selber anpflanzt. Und ich glaube, die brauchen 3 Tage, bis sie ausgewachsen sind. Ja, wie gesagt, ich werde dann ziemlich zügig anfangen. Am Anfang jetzt nicht, weil da macht ja auch noch keinen Sinn. Weil ich möchte ja da haben, dass ich... Ah, das schaut ziemlich gerade aus. Dass ich halt die Bäume erstmal hier wegmache. Und wenn die da drüben weg sind und ich dann meinen ersten Platz habe, dann wird da auch so eine Art Gehege irgendwann gebaut, wo ich dann auch meine Baumfarm dann sozusagen drin habe. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir das jetzt erstmal hier so. Das heißt, hier wird irgendwann ein Schiebetor mit reingebaut. Da habe ich auch ein Mod dabei. Moment mal. Tab. Das geht. Nein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Tor. Also da ist der Elevator. Den habe ich schon mal da. Geben wir mal ein Rolling. Genau, da ist die Rolltür. Ah, der ist sogar eingedeutscht. Sehr schön. Also ich habe Rolltüren. Und ich habe sogar so Gates, die seitlich aufgehen. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Oder ob ich die sogar nur in Werkbänken machen kann. Ja, wir werden sehen. Also es sind auf jeden Fall einige Sachen drin. Wie gesagt, ich kann jetzt auch zum Beispiel die ganzen Plakate und den ganzen Kram kann ich mitnehmen. Kann ich auch bei mir dann aufhängen. Habe ich auch was drin. So, aber jetzt werden wir alles kennenlernen. So, schauen wir mal. 3x3. Genau, das ist das Garagentor und das rollt, glaube ich, so weg. So seitlich weg. Ja, ja. Also ich merke schon wieder, ich lasse mich schon wieder von mich selber. Ich lenke mich gerade wieder selber ab. Das kann ich. Na, ich habe ja auch überlegt, so eine Art, gucken, ob es sowas Ähnliches gibt, dass man so eine Art Zaun hat. So, das werten wir jetzt auf. Dass man dann so einen Maschendrahtzaun da drum macht, so eine Art Militärgelände. Aber das, ja, das hat alles Zeit. Vielleicht finden wir noch was. Also es kommen, große Mods werden nicht dazu kommen. Ich hoffe, dass ich mich daran noch erinnern kann, auch wenn es soweit ist. So, 20 erstmal. Braucht davon 10 und nochmal 10. So, dann habe ich jetzt schon mal mein Grundgerüst. Das heißt, ich komme hier rein. Und was ich jetzt definitiv schon mal weiß, ich werde auf jeden Fall entweder wird es auch eine Art Brüstung werden oder es werden Türme entstehen. Auf jeden Fall, ich möchte nach innen drin nochmal so eine Art Schleusensystem haben. Das heißt, ich habe außen eine Tür und innen eine Tür. So, ich habe irgendwas zum Essen ja bekommen von den Herrschaften. Was ich halt leider nicht weiß, ist, ob halt der Farm Life Mod ein bisschen das Essen verändert hat. Das kann ich euch leider nicht sagen. Du bist durstig. Verdammt, ich habe kein Wasser mehr. Ich habe mein gesamtes Wasser schon getrunken. So, der Händler müsste es gleich wieder aufmachen. Die Uhr 5. 1, 2, 3... Hier, also 3 und dann hier. Schauen wir mal, ob wir vom Schreihals nah genug dran sind, dass ich es. Ja. Und das heißt, man könnte sich sogar in den letzten Minuten beim Händler verstecken. Das hätten sie auch noch machen können, dass der Händler sozusagen mit der Uhrzeit aufmacht. Wenn man sozusagen jetzt auf 16 Stunden geht. Aber ich soll nicht meckern. Ich soll mich hüten. So, okay. Und dann hätte ich gesagt, das machen wir dann. Das nächste ist jetzt dann 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das heißt hier kommt dann der nächste Bereich hin. Mit Straße und allem drum und dran. Dann haben wir gesagt, ja, so, hier, passt. Mhm. Kommt hier rein. Und dann ist hier Schluss. Ja, wobei, ich könnte es eigentlich gleich... Ja, nee. Ich will eventuell an der Seite eine Möglichkeit haben, dass ich da auch was hinpflanzen könnte. So, und dann hätte ich gesagt, wir gehen dann auf jeden Fall darüber. Und dann hätte ich mal gesagt, das haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10. 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, dann bleiben wir bei den 10, weil wir sind schon zu nah an dem Rand hier. Und dann sind wir eigentlich schon hier sozusagen in der Mitte. Das heißt, ich hätte mal gesagt, für mich wird jetzt das die Hauptmitte. Schauen wir mal, wie nah oder wie fern, dass ich an meinem Block weg bin. Ja, ich bin ein bisschen zu weit drüben, aber das ist ja kein Ding. Ja, dann kann ich sogar... Ja doch, dann machen wir hier 5. Ja, und das Hochlaufen, das kann ja außerhalb vom sein, das ist ja auch kein Problem. So, und dann heißt es jetzt für mich, wir fangen dann... so, was haben wir jetzt gesagt? Das sind 10, 11, 12, 13, 14. Das ist in Ordnung. Dann machen wir 15. 15. Nee, ich bin schon zu weit drüben. Ich muss sogar hier bleiben. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 klingt doch schon mal nach einer einigermaßen vernünftigen Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. So, und dann hätte ich gesagt, haben wir hier unseren ersten Aufgang. Das würden dann 3. Und dann hätte ich gesagt, gehe ich noch 3 nach vorne. Also ist dann hier sozusagen der Bereich, wo wir dann nach oben gehen. Dann graben wir hier mal schnell noch auf. Erst wenn die Musik ertönt. Weiß ich, dass die Nacht rum ist. Das heißt, dann wird die Basis bleiben. Ich bin kein Freund vom verkohlten Fleisch. Das ist für mich Notration. Also... Wenn nichts anderes schief läuft, werde ich das nicht essen. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür eigentlich sogar noch mal Rezepte? Nee. Weil das Problem ist, zieh dir 5 Wasser ab. Ja, also wenn man verhungert, klar. Bevor ich verhungere, esse ich's, aber sonst esse ich es nicht. Ja, und ich merke halt gerade, dass ich halt bei 43 Flüssigkeit bin. Meine Stamina, meine Ausdauerleiste ist halt nicht mehr vorhanden. So, und dann stellen wir die auch gleich ab in Holz. Ich weiß, hier ist auch wirklich der Start. Das heißt, hier habe ich dann die erste Treppe. Dann grabe ich den jetzt auch noch aus. Und ich brauche noch 10 Steine. Weil das wird auch gleichzeitig mein Punkt werden. Wo es für mich heißt, ich muss hier in die Tiefe auch gehen, weil ich ja auch Steine ausgraben muss, weil ich werde gleichzeitig Steine en masse brauchen. Ich glaube, ich brauche über 1000 Minimum. Ich mich kenne sogar mehr. Ah. So, aber das heißt jetzt erstmal, ich gehe jetzt zu meiner kleinen Kiste. Da hinten ist sie. Und kriegt nochmal wegen was ab. So, die Feder kommt bitte hier rein, danke. Ich habe jetzt nichts mehr zum Trinken. Das ist nicht gut. Übles Wasser. Ich nehme es mal sicherheitshalber mit. Ich kriege die Gläser zurück. Ich weiß es noch nicht, ob ich nehme mal die leeren Wasserkrüge auf jeden Fall mit. Ich nehme sie mit. Weil ich habe gehört, angeblich soll man sie in Wasserspendern, die wohl ja ab und zu rumstehen, soll man sie füllen können. In den normalen Wasserlagen kann man sie nicht füllen. Ist auch vom Modder nicht so gewollt. Darum habe ich auch nichts rein, dass das die Möglichkeit bestehen sollte. So, dann hätte ich gesagt, wir begeben uns mal Richtung erster Quest. Beziehungsweise nein. weil ich habe ja nichts dagegen, dass da ein paar Freunde kommen. Aber hat halt auch den Vorteil, wenn man Schlafsack hinstellt. Und das ist nämlich der Unterschied, habe ich auch nicht gewusst. Dieser Block hier macht nur, wie gesagt, dass man es aufheben kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Lagerfeuer hinmache, kann ich das Lagerfeuer wieder nehmen, sagen, okay, ich möchte es woanders hinsetzen. Der Schlafsack. Der Schlafsack ist der Freund, der das Gelände von Zombies frei hält. Also das heißt, Zombies können reinlaufen, aber Zombies spawnen nicht mehr in dem Bereich. Das war, glaube ich, der untere Bereich, wo man einen Schlafsack, glaube ich, gelesen hat, wo man am Anfang einstellt. Ich glaube, das eine sind 70 Blöcke oder sowas und die anderen sind 50. Wie gesagt, für mich ist jetzt ja dann nur wichtig, also der Blutmond-Tempel ist in der Hinsicht für mich nur wichtig, damit ich die Monster halt wegkriege und dass die mir nicht in die Base rennen. Sonst sind sie für mich unwichtig. Und für mich ist es halt dann wichtig, dass ich halt die andere Base halt so baue, dass ich da alles auch wieder umstellen kann. Ja, also das heißt, das wird nicht auch mittig sein, darum ist es mir auch gerade relativ schnuppe, ob ich wo sozusagen der Bereich ist, wo dann die Luzi abgehen oder die Zombies abgehen oder wie auch immer. Der Nachteil, wenn man sein ganzes Inventar ausleert. Man hat nichts mehr dabei. Ja, aber das schaut schon ganz ziemlich eben aus. Das heißt, da werden dann jetzt auch gleich alles Häuser hoffentlich aufploppen. Nicht, dass das eine große Baustelle ist. Das wäre nicht schön. Ich habe schon gesagt, was witzig wäre, ist, wenn man sozusagen so eine Art Großstadt wieder mit Leben befüllen müsste. Ihr wisst ja, ne? Man fängt dann irgendwann an, auch sich so Sachen zusammenzuspinnen. Also, du bist gerade so in der Sonne gewesen, dass ich dich nicht mal gesehen habe. Ah, das ist aber nett. Danke. Ja, da ja. Ich bin weder was zum Trinken. Ich muss zum Essen. Wobei es kriegen nicht. Sagt er, bekam Essen und Trinken mit der Dose. Sag mal, hast du die Bohnen jetzt gerade auch mit Git? Ich glaube, der hat das Bohnenwasser mitgesoffen. Was ich halt leider nicht weiß, ne? Ich lasse jetzt erst einmal noch ein bisschen in Ruhe die schönen Krankenwegen, weil ich weiß ja, dass man auch noch, ich glaube, die Qualität hochleveln kann. Aber ich bin mir halt leider nicht ganz sicher. Das Einzigste, genau, oh, ich bin in der Kathedrale drin. Das Einzigste, was ich mache, ist, wenn ich so Quests habe und es stehen Autos drauf, die werde ich vorher looten. Alles andere werde ich nicht machen, weil ich werde nicht doppelt ausziehen. So, wir schauen mal, wo ist denn hier der Eingang? Jeder Eingang? Nein. Hier ist versperrt. Ist hier auch keine Lampe. Ist hier auch nicht Meisterlampe. Komme ich hier rein? Ja. Hallo. Bitte alle in den Gräbern bleiben. Danke. Oh, ich sehe da was. Ein Hühnchen! Das kann am Anfang gestohlen bleiben. Ich hoffe, dass ich hier was zum Essen kriege. Zum Trinken. glaube ich, muss der da aber in eine Bar. Soll ich hier überhaupt rein? Kommen doch hier gar nicht rein. Normalerweise wird einem der Weg geleuchtet. Ich bin hier eine Leuchte. Ja, laufen wir mal schnell noch um das Haus rum. Dass ich auch weiß, dass ich hier war. Hauen wir mal das ganze Zeug hier weg. Oh, sehr schön. Also, und jetzt habe ich meine ersten Seeds bekommen und eine Batterie gleich. Schön. Eine Schlange. Ein Mann, der wo keine Pfeile dabei hat. Auf Federn einstecken. Wo ist er? Und das ist mein Essen. Nicht, dass du auf blöde Ideen kommst, dass du meinst, du musst jetzt meine Schlange fressen. Das ist meine Schlange. Danke. So. Dann nehmen wir uns noch die Schlange mit. Versuch mal aufzudrücken. Bei 37 Minuten. Ich versuche wirklich bei 30 Minuten zu bleiben. Ja, dann mache ich jetzt hier sozusagen für mich einen Cut. Wir gehen dann beim nächsten Mal in die Kirche, wenn wir mal irgendwann reinfinden. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer, ab in die Kommentare damit. Ich freue mich drauf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.